Ja, nun wollen wir doch mal schauen, wie das hier weitergeht. Ich habe jetzt mehrere Tage nicht gespielt und bin jetzt noch so ein bisschen raus, aber ich war hier fast durch. Es sollte eigentlich noch so kommen, dass wir in die andere Welt gehen, weil das ja die reale war, soweit ich mich recht erinnere. Und noch was ist mir gerade klar geworden. Beziehungsweise ist mir mal so aufgefallen, ich bin ja jetzt auch schon einige Jahre bei YouTube und habe ja nicht immer Videos hochgeladen, sondern nur so aus Zuschauerperspektive. Und mir fällt immer so auf, manchmal werden Videos so erst anerkannt, nach Monaten oder Jahren bekommt man eigentlich erst eine Reaktion auf die Videos, die man schon lange hochgeladen hat. Das ist manchmal so ein bisschen kurios. Also, ne? Noch ist das Spielen mit Selbstgespräche führen. Man ist fast alleine, bis auf ein paar treue Anhänger vielleicht. Ja, und das ist auch so ein Ding, ne? Und wenn man gar nicht so namhaft ist, gerade in Let's Plays und so, ist das schon so ein bisschen kurios, wenn die Antworten manchmal hatte ich bei einer Serie gehabt, Reisebericht, und da kommen 2 Jahre später, kommen die richtigen Leute und kommentieren das und die wissen dann auch, das zu schätzen und richtig alles so ein bisschen zeitversetzt, ne? Darum muss man ja auch ein bisschen aufpassen, was man hier sagt, weil das denn doch irgendjemand irgendwann mal verfolgen könnte. Ja. Aber das nur so am Rande. Und jetzt klingelt das Telefon, jetzt muss ich doch noch einmal unterbrechen. Ja, schauen wir mal, wo wir als nächstes hin dackeln müssen. Jetzt sind wir da. Ach so, ist alles noch, alles wieder frisch zum Erkunden. Obwohl wahrscheinlich alles wieder versperrt oder verschlossen sein wird. Nee, ach so, zeigt er denn automatisch an, das haben. Telefon. The telephone is ringing. Es ist nicht der Spind, der klingelt. Ach was. Guck da aber hin. Guck mal da hinten rum. Nee. Oh, da hat jemand sein Handy vergessen. Ja, so sahen die ersten Handys aus. Die waren ein bisschen größer. Ich habe sie immer Bügeleisen genannt. Also mein erstes Handy, ich weiß gar nicht, das hatte ich 98 oder 99. Das war wie ein Backstein. Ach, der Irre schon wieder. Who are you? Okay, thanks. Happy birthday, dear. Who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday. Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is Number 7. But don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not my... I'm not mistaken. Today
is your 24th birthday. And I have a present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive it? You can have the one you hate the most. Happy birthday to you! Also wenn der Kerl keine an der Murmel hat, dann weiß ich auch nicht. Nein, das muss doch nicht dein Geburtstag sein. Wer was an der Waffel hat, der... Das Telefon ist tot. Ah. Na, besser als Hessa. Seltsam ist es im Spind eingesperrt, aber kein Telefon. Das sollte Abstand halten. Das sieht echt kurios aus, ne? Ist da noch was? Eine Plastiktüte, ein Gesundheitstrink und noch einer. Der war eben noch nicht tot oder so, ne? Ja, da geht's gar nicht weiter. Das heißt wieder zurück zum Elevator. Ich glaube, ich weiß noch, wohin ich muss. Ja, lästig. Also diese Kriecher finde ich sowas von lästig. So die Krankenschwestern und so, die machen Spaß. Aber das andere, das ist ja wirklich... Albern ist das. Ich glaube beim Downpour oder so, da gab es auch so lästige Gegner. Achso, hier brauchte ich eigentlich gar nicht lang, oder? Ich hatte doch die eine Tür aufgeschlossen. Verwirrend, die Gänge. So, genau da von rechts.
Hier musste ich aus kuriosen Gründen. Oh, ist noch in Ordnung. Die Plastiktüte verwenden. Ich habe die Plastiktüte mit Blut gefüllt. Wer macht sowas, ne? Also, es sei denn, man arbeitet im Krankenhaus oder so. Aber es ist ja auch ein krankes Spiel, also insofern darf man sich über Hazards Verhalten auch nicht wundern. So. Kannst du überlegen? Ja. Gut, dass die andere Welt jetzt nicht, wo ich nochmal alle Räume jetzt nochmal absuchen muss oder so. Das finde ich schon ganz gut so. Dass es denn doch ein bisschen vom Areal begrenzt ist. So. Ich glaube, ich muss nochmal den ersten. Wenn mich nicht alles trügt. Oh, schon wieder diese Kriecher. Wo sind eigentlich die Krankenschwestern geblieben? Die fand ich besser. Ah ja, okay. Ich erwarte ja noch eine Geburtstagsüberraschung. Oh, nicht die schon wieder. Jetzt war aber kurz und schmerzlos. Komm. Mann, ist der Herr. Wieder aufstehen. Rest. Mitnehmen oder was? Nein, das ist nicht. Herzlichen Glückwunsch zum 31. Geburtstag. 14 plus 7. 17 ist 38? Oh Gott. So ein Quark, aber den Code werde ich wahrscheinlich noch gebrauchen. Ist ja gut, das Fresschen kommt ja gleich. Ja, brauche ich wahrscheinlich nichts.
Happy was steht First Birthday. Ja. Achso, die. Das ist jetzt nicht da jetzt. Nee, da muss irgendwie noch was sein. Ist aber auch kaputt. Verlorene Erinnerung. Ach, schon wieder so eine Geschichte. Na, ihr könnt das ja lesen. Ihr könnt ja auf Pause gehen und dann könnt ihr euch den Quatsch hier durchlesen. So. Nimmt das mir nicht krumm. Das soll nicht heißen, dass mir das Spiel nicht gefällt oder so, ne? Aber immer dieses Vorgelese und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ist nun mal so. So, haha. Ja, das ist doch schön hier. So, kein Kriecher in Sicht, dann kann ich ja auch... Ich hatte doch mehr Patronen gesammelt irgendwie, ne? Wo sind denn die alle? So viel Schrot habe ich doch nie verschossen. Keine Ahnung. Na gut, ich gehe wieder auf Stahlröhrchen zurück. Musste ich irgendwie... ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, wo ich die Bluttüte verwendet habe. Aber BF ist ja auch da. Moment. So, ich glaube, hier müssen wir doch was verwenden. Nämlich diese komische Tüte mit Blut. Ja. Ja. Lag ich ja richtig. Silent Hill 3 nach wie vor klasse. Also, ne? Aber die ganzen Texte davor lesen, das ist, wenn man es das erste Mal spielt, macht man sowas. Aber wir sind immer noch beim Test-Let's Play. Und ich hoffe mal, auf ein paar Leute zu treffen, die das auch so okay finden und sagen, ja, man muss hier nicht jeden Quatsch vorlesen. Ich will keine Let's Player nennen, das macht man nicht, aber vielleicht wisst ihr auch, wem ich meine, ne? Namhafte Let's Player. Ich nehme die Maschinenpistole mal, ne? Ja. Achso, vielleicht... mal nachladen, genau. Kann man das auch? Ja. Na, die Patronen gar nicht zeigt. Egal, ich habe jetzt die G und gehe jetzt mal runter ins Loch. Mal gucken, was mich da erwartet.
Ja. Hier würde ich auch runtersteigen. Da in diese kalte, dreckige Brühe. Ja? Leonard, where are you? Thank you. Now I can finally leave here. Now Claudia's ridiculous dream is over. I guess it's time. One must be chosen. Only we, who hearken to the voice of God, will be given the keys to paradise. Don't you think so, sir? Yeah, sure. Go ahead and do whatever you want. What do you mean by that? I mean that I don't think the way you guys do. I don't want any part of that kind of paradise. You're an unbeliever. You deceived me. I didn't deceive you. We were both just wrong about each other. I thought you were a normal person. So you tried to trick me so you can run off with my seal, eh? Heretic! You plan to destroy God! I told you I wasn't trying to trick anyone. Schluss mit dem Quatsche. Zwei Dinge hasse ich. Überflüssige Konversation und Lachs. Aber ich krieg schon was hier raus. Und nochmal, schnapp nochmal Luft. Und nochmal. Tja, das war's schon. Na, du siehst ja pippig aus. Leonard's not here anymore. I guess I should head back to the motel now. I hope Douglas is okay. Huh? What's this? Ein Talisman. Ja, was wir damit wohl machen müssen. Oh, ich bin doch ein bisschen... Aber ich habe ja genug. Ich glaube, das war's noch. Mit dem Krankenhaus. Wenn mich nicht alles trügt. Mal überlegen. Können wir ein bisschen Licht machen in den Fluren. Apropos, wo ist meine... Apropos Licht, wo ist denn meine Taschenlampe? Jawohl. Nicht ganz sicher, aber
did you send her to my father? Was that wrong? It's your fault that he... Oh, but surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent. Genau, Gott ist ein Popstar, das sage ich auch immer. Ja, damit sind wir durch mit dem Krankenhaus. Und ich werde hier auch mal speichern. Aber nicht da, sondern so. Achso, ich kann hier gar nicht speichern. Ich bin ja erschrocken. Ach ja, Jack's Inn 106. Ja, der Hinweis ist ja auch groß genug, würde ich sagen. Dann laufen wir da mal hin. Speicher ich eben nicht. Dünnöch. Ich hätte auch im Krankenhaus speichern können. Wenn ich es gewollt hätte. Ja, ja, die Dinger. Links liegen, ich sammle noch keine 333 Monster. Gott sei Dank nicht. Ich sehe gar nicht, wohin ich laufe. Achso, jetzt bin ich da reingerannt, ja. Sieht immer so aus, als wenn ich gegen eine Mauer laufe. Where's Douglas? He went out. But he left a message for you. Was there someone else here just now? No, no, just me. Don't you want to know what the message is? Yeah, what did he say? The church is on the other side of the lake. Church? What he meant by that? You don't understand? That's where Claudia is. Across the lake. On the north side. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far. But closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks.
Rose really said that? What's wrong? You don't trust me? Dir würde ich nicht so weit trauen, wie ich spucken kann. Und na klar, wenn man zur Kirche will, muss man natürlich vorher durch den Vergnügungspark. Ja, alles klar. Gut, aber das werden wir dann sehen, wenn wir da erstmal durchmarschiert sind. So, hier kann man hoffentlich auch wieder speichern. Kann man. Jawohl. Dann wollen wir mal schauen, was uns da erwartet.